So Freunde, herzlich willkommen zum nächsten Video und erstmal sorry für die schlechten Lichtverhältnisse. Aber ich dachte, heute machen wir mal eine Roomtour und dafür habe ich das Gimbal montiert. Ton ist unter Umständen auch nicht so ideal und ich wollte euch einfach mal mein Studio zeigen und bin gespannt, was ihr davon haltet. Also drehen wir die Kamera mal um. So. Das ist der Eingang zu meinem Heiligen Reich und ich würde sagen, wir legen mal los und gehen links und durchs Studio durch. Ich habe das mit Absicht mal ein kleines bisschen ja, in der Originalbelichtung gelassen, so wie man es auch aus den Videos kennt. Ich bin jetzt absolut nicht der beste Videograf, was Gimbals angeht, also bin generell nicht der beste Videograf. Aber ihr seht mir bitte nach, dass das ja vielleicht nicht so ganz ideal ist. Alles geführt ist und so weiter. Und vor allen Dingen kann ich auch in dieser Position nicht ganz so gut schreiben, weil man dann ja viel zu viele Ruckler sehen würde. Also, hier ist die Tür. Hopp, dreh dich um. Da kamen wir gerade rein und zu meiner Linken haben wir hier erstmal so eine kleine Ablage. Dort habe ich, das kann ich eigentlich einmal anmachen. Ich weiß nicht, wie das in der Kamera geht, also einmal rausstecken und wieder rein. Oh, selbst das geht nicht. Eigentlich sollte jetzt hier der Gerät angehen. Da los. Na, hoffe den Effekt jetzt ja auch vorher anmachen kann. Bluetooth. Und jetzt strahlt er so schön blau. Ja, und hier ist eine Ablage. Hier habe ich ein paar Ordner. Ja, ein bisschen Schreibkram, eine Kabelkiste. Und noch ein altes Poster von meinem alten Fahrzeug. Also eine alte Folierung. Hier habe ich ein Logo. Also was heißt, es ist kein Logo, es ist halt ein Zeichen, wo so der Quiz draufsteht. Von meinem Papa geschenkt bekommen damals. Da kann man sogar Licht anmachen. Wenn die Batterie voll wäre. Wenn sie leer ist, geht es nicht. Hier haben wir den Original Captain Carrero Anzug, den ich damals geschenkt bekommen habe von ihm. Nochmal dicken Dank an der Stelle. Der streamt mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr auf Twitch. Den Drucker, den ich für die Arbeit brauche. Ein Ventilator für DJ-Sets als Minecraft heißt es. Hier sind Ski-Utensilien. Mein Ski-Helm, warum der genau hier ist, weiß ich nicht, aber ich wüsste auch nicht, wo ich ihn sonst hin tun soll. Ja, und dann haben wir hier, gehen wir mal ein Stück zurück, die Wand. Das sind solche Panels, die du bei Amazon kriegst, also das ist Styropor, das ist was ganz Billiges. Einfach nur so festgemacht und da hinten dran eben die Nadel ist. Die habe ich schon sehr, sehr lange. Ich weiß gar nicht, ob man die mittlerweile noch hat, ob das noch so ein Ding ist. Aber ich finde sie halt einfach wunderschön. Und da hinten dran ist einmal eine billige LED-Stripe verbaut. Ja, dann habe ich hier unseren alten Fernseher, den wir vorher in unserem Wohnzimmer genutzt haben. Der ist leider ein bisschen kaputt. Also den kann man auch anmachen, aber der hat so komische Lichtflecke. Das ist meiner Tochter zu schulden. Die hat den irgendwann mal gefinisht. Und ah ja, aber für hier, für die Hintergrundbeleuchtung, für DJ-Sets und so, reicht der noch vollkommen aus. So, DJ-Set. Ist das richtige Stichpunkt? Ist das richtige Stichpunkt? Ist der richtige Stichpunkt, heißt das, ne? Vielleicht möchte die Kamera sich mal drehen. Das mit dem Gimbal ist ehrlich nicht meine Welt. So. Dann können wir über DJ-Equipment sprechen. Das ist das DJ-Equipment, das ich zu Hause aufgebaut habe. Vielleicht seht ihr das jetzt auch mal ein bisschen von mehr. Das sind zweimal die Turntables PLX 500 von Pioneer. Einmal links und einmal rechts. Ich denke, das muss ich nicht extra erklären. Das ist nur Equipment, mit dem ich zu Hause übe. Live bin ich ein digitaler DJ. Das bedeutet, ich lege mit CDJs auf, beziehungsweise ich habe eine Konsole, XDJ-XZ heißt die. Aber zu Hause zum Üben finde ich immer Vinyl ganz nett, weil das gehört zum DJing einfach dazu, finde ich, dass man das kann. Ja, und der Mixer ist ein Pioneer DJM SL. Kann ihn mal anmachen. Dann seht ihr, wie der leuchtet. Seht ihr so meine Perspektive des Ganzen, wobei ich jetzt da nicht zu viel auf die Details eingehe. Normalerweise steht hier dann mein Laptop, aber der ist jetzt gerade eingepackt im Rucksack, weil ich gerade vor kurzem einen Gig hatte und wird dann halt damit verbunden. Da gibt es hier die Face Essential, die werden da draufgelegt. Neumodische DJs brauchen keine Tonabnehmer mehr, also nicht mehr das hier, sondern legen einfach das hier da drauf und dann funktioniert die Tonabnahme bei dem Vinyl wie eine normale Platte. Sag ich mal. Dann Monitoring sind Hercules
Monitorboxen, die sind wirklich sehr, sehr günstig. Die kosten, ich glaube, 40, 50 Euro. Reichen für Monitoring, also für sich selbst zu hören beim Auflegen, aber vollkommen aus. Ja, so sieht das Ding von vorne aus. Beziehungsweise aus meiner Perspektive, da hat man verschiedene Regler. Hier kann ich Mikrofon ein- oder ausschalten. Lautstärke des Mikrofons, Höhen, Tiefen, wie die Crossfader funktionieren, kann ich da einstellen. Hier kommen meine Kopfhörer rein, so dass ihr vielleicht auch mal die Warte gesehen habt. Hier hinten dran ist sonst gar nichts Besonderes. Das sieht von der anderen Seite schöner aus. Das gucken wir uns auch gleich von der anderen Seite an. Ja, das ist es aus der DJ-Perspektive. Und dann kommen wir hier in die Katastrophenecke, würde ich mal sagen. Hoppala. Hier haben wir noch einen weiteren Ventilator, den ich dafür nutze, einfach den Mayan, der ist aber halt super laut, den hört ihr in dem Stream allerdings nicht. Wenn ich aber hier am Auflegen bin und alle möglichen Lichter an habe, ist das ultra, ultra heiß und deswegen brauche ich immer von zwei Seiten Ventilator, einmal von der Seite und eben einmal von der Seite. Ja, hier habe ich noch meine Liquids, noch ein bisschen übriges Spray, ein paar Spirituosen, was auch viele Freunde immer mitbringen. Ja, dann hier eins der Highlights meines Studios. Das ist eine Bierzapfanlage und die hatten wir auch schon sehr, sehr oft im Einsatz. Das ist einfach wunderschön gezapftes Bier zu haben. Das funktioniert über die Philips Perfect Draft. Keine Werbung an dieser Stelle, gerade ist kein Fässchen drin, sonst hätte ich euch mal eins gezapft. Ja, und ansonsten gibt es dann hier noch ein kleines extra Mischpult. Das heißt also, das Mischpult von hier läuft in dieses Mischpult rein und dieses Mischpult ist per USB. Das liegt ja hier über dem Boden, da laufen die Kabel lang. Mit meinem Computer verbunden, sodass das Audiosignal eben auch am Rechner ankommt. Tja, so, dann haben wir hier noch ein Regal. Hier stehen die Keylights drauf, damit lasse ich mich beleuchten, damit ich nicht ganz so dunkel bin, wenn ich ein Video aufnehme von der DJ-Position aus. Ein bisschen Ablage, wo Papiere drin sind, alles, was man so für Steuererklärungen braucht. Ein alter Controller, der es komplett hinter sich hat, eine alte Alexa. Ganz viele Filme und Blu-Rays, die man mittlerweile nicht mehr gucken kann, weil ja kein Mensch mehr einen Blu-Ray-Player hat. Hier geht's nach draußen. Wenn es mal warm ist, kann man hier das Fenster aufmachen. Heizung. Und hier ist Ralf. Ralf, der Roboter mit Staubsauger-Roboter. Und hier seht ihr auch ein altes Fässchen. Das ist das, was in die Perfect Draft-Maschine reinkommt. So langsam kriege ich das jetzt auch mit dem Umdrehen vom Gimbal raus. Da muss man nämlich gar nicht so viel mit dem Joystick machen. Ich merke, das geht einfach, wenn ich hier den Gimbal drehe. Das ist ja so. Haben wir wieder was gelernt, ja? Wer bisher nicht wusste, welchem Fußballverein ich die Daumen drücke, der weiß es jetzt. Erster FC Kaiserslautern. Hier meine Eintrittskarte zum Spiel in Dresden, wo wir zuletzt aufgestiegen sind. Will ich nicht vergessen, und das ist auch das Trikot, das ich daran hatte. Wollte ich einfach aufhängen, wunderschöne Erinnerungen. Ja, diverse Schals, da habe ich auch ungefähr 100 mehr davon gefühlt. Ja, hier ist die Gästeecke oder auch die Türecke oder wer möchte, nennt es von mir aus auch Casting Couch. Ich weiß ja, wie ihr drauf seid. Hier können Gäste schlafen, wenn ich mal welche zu Besuch habe. Oder wenn ein Kumpel da ist, kann man hier auch chillen, weil von da aus sieht man wunderbar aufs Fernsehen, wenn man sich mal irgendwas angucken möchte. Hier die Monitorboxen könnte ich auch einfach runter machen. Das ist so ein Schiebekonstrukt, sodass ich einfach besser aufs Fernsehen sehe. Da brauche ich nicht großartig was zu erklären. Auch noch eine alte Folie von meinem alten Firmenfahrzeug, ein paar Poster von Martin Garrix an der Stelle. Und ja, hier kommen wir dann auch gleich schon zu meinem Schreibtisch, aber das machen wir gleich gern. So sieht das Ganze von vorne aus, da wo wir gerade eben hinten entlang gegangen sind. Wir haben hier links einmal einen Verstärker für meine Gitarre, dann ein schönes Lichtchen, Verpackung von meinem Xbox-Controller, nochmal diverse Ordner, das Buch von Martin Garrix, Kopfhörer, Lenkrad, Joystick für Flugsimulator zu spielen. Und wenn es mal komplett eskalieren soll, hätten wir hier sonst eine Nebelmaschine. Ja, das Ganze habe ich versucht, einigermaßen schick zu verkabeln, sodass man die Kabel nicht alle so sieht. Insbesondere im Dunkeln gelingt das auch. Im Hellen sieht man die allerdings direkt, vor allen Dingen die da unten drunter. Da weiß ich noch nicht, wie ich das schöner gestalten soll. Vielleicht kommt mir irgendwann mal eine Idee dazu. Bisher habe ich auch keine, aber mal sehen. Ja, das ist so die Perspektive, die ihr meistens aus den Videos oder aus den Streams seht, so ungefähr. So, und jetzt kommen wir zum Herzstück des Ganzen. Das ist hier mein Rechner und da gehen wir jetzt auch einmal von links nach rechts durch, beziehungsweise von oben nach unten. Das sind meine Kopfhörer von Corsair. Hier habe ich eine Ladestation für AirPods und so weiter. Hinten dran Fotos, die ihr gerade nicht erkennen könnt, weil ich die verpixelt habe, weil meine Tochter im Internet links verloren hat. Dann Mikrofon, Shure SM7B mit dem entsprechenden Arm dazu. Das ganze Konstrukt steht auf einem IKEA-Regal. Die Dinger hier heißen, glaube ich, Alex, wenn mich nicht alles täuscht. Sicher bin ich mir nicht.
darauf zwei Platten, weil ich möchte, dass das einigermaßen breit ist. Und eben ja, die Stützen. Zu dem Gerät hier unten komme ich gleich noch. Dann steht hier hinten noch mein privater Drucker, wo ich meine Verträge drüber ausdrücke, meine Rechnungen und so weiter. Dann haben wir insgesamt vier Monitore, wie ihr seht. Zwei wirklich günstige, das sind die oberen. Von irgendeinem Billigmodell von Samsung ist das. Ich glaube, die haben tatsächlich nur 30 Euro das Stück gekostet. Das sind auch tatsächlich nur Anzeigemonitore, sprich Monitore, auf denen ich mir irgendwas Statisches anschaue. Ich schaue gerade zuletzt jetzt hier die Statistiken von meinen letzten Videos. Hier links läuft meistens Discord. Kann ich das gerade zeigen? Ja, das kann ich gerade zeigen, was da steht. Ja, also bin ich gerade in meinem eigenen Discord, weil ich bis gerade eben noch COD gezockt habe mit dem Kumpel. Und hier, das ist dann sozusagen der Main-Bildschirm. Ja, da zocke ich auch drauf, da ist auch COD noch auf, wie ihr seht. Beziehungsweise Battle.net Launcher noch auf. Ja, dann zum Equipment selbst. Notgedrungen nutze ich gerade einen Xbox Elite Series Controller, weil der ganz cool ist. Ich habe eigentlich einen Controller von Aim Controllers, den ich custom für mich habe anfertigen lassen. Dazu demnächst mal mehr. Da kommt ein getrenntes Video, wo ich mich auch ein bisschen über Aim Controllers auslassen werde. Das ist vielleicht schon mal angekündigt an der Stelle. Hier der klassische PS5 Controller. Was ihr nicht sehen könnt, ich kann euch aber hinten kann das den Kabelsalat zeigen. Hier hinten dran steht auf meiner PS5. Dieser Version aus dieser Sicht unsichtbar. Dann haben wir hier ein Keylight. Das kann ich über das Stream Deck an- und ausschalten und hell und dunkel machen. Das weitere Equipment, das ist eine Amazon Alexa, was weiß ich, wie hier heißt, keine Ahnung. Die mit Bildschirm halt. Das ist gerade vorübergehend mein Lautsprecher, wenn ich mal die Kopfhörer nicht nutze, weil ich hatte mir, und das war eine dumme Idee, hier so eine günstige Soundbar gekauft, aber die hat natürlich einen Ton komplett aus der Hölle. Da werde ich mir demnächst was Besseres dafür zulegen. Dann haben wir das Tedicon, Tedicon Go XLR. Ist, glaube ich, jeden Begriff, kennt, glaube ich, jeden. Ich sage auch heute verdächtig oft M, also so oft wie sonst auch. Allerdings kann ich es heute nicht so gut rausschneiden. An der Stelle schon mal sorry, falls ihr zu viel davon hört. Muss auch hier im Videoschnitt sehen, wie viel ich dafür tatsächlich wieder rausholen kann. Dann haben wir hier zwei Stream Decks. Einmal das klassische. Da steuere ich vor allen Dingen Discord mit TeamSpeak. Verschiedene Peripherie-Einstellungen, machen Sound, Laut und Leise, switchen zwischen Controllern und lese auch verschiedene Statistiken ab. Kann euch zum Beispiel sagen, wie viel Uhr es ist. Klasse, oder? Dass meine CPU gerade 32 Grad hat und dass mein Headset gerade auflädt. Hierüber steuere ich den Stream. Wenn ich den streame, kann die Lichter hell und dunkel machen, die verschiedenen Szenen austauschen etc. Und dann kommen wir zur Tastatur. Ich habe vergessen, wie das Ding heißt. Ihr könnt aber einen Link zu all meinem Equipment unter der Videobeschreibung sehen. Da steht ganz genau, was sie kostet, wo man sie herbekommt und wie sie heißt. Ist halt von Razer das Ding, das leuchtet. Dazu eine Maus von Logitech. G501 Lightspeed heißt sie, glaube ich, aber jetzt nagelt mich bitte da auch nicht fest. Dann haben wir hier das Bier, das ich gerade getrunken habe. Und hier ist mein Rechner an sich. Den habe ich auch über die letzten Jahre zusammengebaut, immer mal was erweitert, immer mal was erneuert. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Das ist eine wassergekühlte Grafikkarte. Das ist natürlich viel Reflektion von der anderen Seite. Dann die Wasserkühlung für die CPU, 64 GB RAM. i7, Ryzen 7 5800X. Ganz viele schlecht verlegte Schläuche und ganz viel buntes Licht. Da oben drüber habe ich zwei Cams, die ich zu verschiedenen Anlässen nutze. Das ist einmal die Sony Alpha 6000, die ist übrigens auch angeschaltet, muss ich dran denken, dass ich die gleich ausmache. Und die Elgato Facecam, nicht die Facecam Pro, sondern die normale Facecam, die ich eben nutze zum Stream bzw. zum Video aufzeichnen. Kommt dann immer darauf an, ob es eine Nahaufnahme ist, wo ich wirklich in-game bin oder wo ich zum Beispiel ein Video, also für YouTube-Videos, seht ihr meistens nur die Sony. Und wenn ich mal wirklich streame, was ich aktuell nicht mache, dann seht ihr eher die, weil das beides Vor- und Nachteile hat. Da hinten Bilder von meinen Kindern, die ihr selbstverständlich verpixelt seht. Und dann haben wir hier noch meine Gitarre, die verdächtig selten zum Einsatz kommt. Ein paar Caps und hier noch ein Geschenk von unseren ersten Vermietern zu meinem ersten Single-Release am 8. Mai 2020 mit Magic Carpet Ride. Grüße an Selina, Erik und natürlich an Better47, aka Tobi Webster. Ja, hier unten habe ich noch so eine Kiste, die benutze ich nur als Fußablage, wenn jemand die Füße hochlegen will. Und das ist unser Streaming-Server, den ich mir zusammen mit UrbanO selbst gebaut habe. Das bedeutet, unsere Streams laufen nicht direkt über diesen Rechner, sondern die werden über ein Netzwerk und eine dynamische DNS an diesen Billigrechner geschickt.
Und der Rechner schickt das wiederum ins Internet. Warum tun wir das? Erstens, damit wir IRL streamen können. Das bedeutet also, vom Handy streame ich nicht direkt auf Twitch, sondern erst auf diesen Rechner und von diesem Rechner aus ins Internet. Und das kann man auch alles per Handy steuern. Schützt vor Verbindungsabbrüchen, wenn das Handy mal keinen Empfang hat und so, dass man eben trotzdem einen Stream sieht oder zumindest mal sieht, dass gerade kein Empfang da ist. Und der Server macht überhaupt nur auch. Und da sind übrigens auch noch 2-3 Plätze frei. Das heißt, der Rechner würde locker noch 2-3 Slots passen. 2-3 Slots schaffen, wenn also jemand sagt, er möchte gerne IRL streamen oder findet das generell geil. Für Sabatons und so ist das ja auch wert, wenn einfach mal der Stream nicht ausgeht. Hier steht die Lösung sehr günstig. Ich glaube, den Rechner haben wir insgesamt für 120 Euro zusammengebaut. Das ist also wirklich keine teure Geschichte. Und wie ihr im letzten Video gesehen habt, hier ist mein Wolkenhimmel an der Decke. Ja, und das ist mein ganzes Studio. Ich glaube, eine Viertelstunde reicht dann auch am Ende des Tages, um darüber zu erzählen. Weil mich haben schon gerade über Instagram viele Nachrichten erreicht, ob ich mal mein Setup zeigen kann und so. Jetzt habt ihr es gesehen. Ich hoffe, es gefällt euch. Was mich freuen würde, ist, wenn ihr eure Meinung dazu mal in die Kommentare schreibt. Ach so, dann habe ich noch vergessen, hier ist noch eine billige Webcam für Zoom-Meetings und sowas, ja, damit nicht einfach frontal aufgezeichnet wird. Weil für Business-Meetings ist es immer doof, wenn man von der Seite zu sehen ist. Ja, würde mich freuen, wenn ihr mal erzählt, wie ihr das Video findet, wie ihr mein Gaming nun findet, slash Studio oder, ja, es ist ja ein Studio und alles andere. Und ich gehe jetzt wieder da raus gleich und hau mich ins Bett. Und euch wünsche ich viel Spaß mit diesem Video und sag schönen Gruß, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.